Also Leute, ein Tipp für euch, wenn ihr das nächste Mal auf der Flucht seid, der Macher vom Restaurant Jump'n'Run empfiehlt euch, ins Rathaus zu gehen, wenn ihr verfolgt werdet. Moin Leute und seid herzlich willkommen zu einer Runde Jump World. Ja, so etwas können wir auch bringen. Heute zum ersten Mal auf diesem Kanal zusammen mit TEDx, also Tegel. Hallo. Ich bin blind. Mich, wenn du diesen Namen hast. Wir spielen die Map Prisoner Story. Aufgrund einer Straftat bist du in einer Zelle in der Polizeistation gefangen. Morgen kommst du ins richtige Gefängnis. Bevor es soweit ist, musst du aus deiner Zelle flüchten. Baue dir ein Loch in die Mauer. Komm, Laue. Ja. Ich denke mal, man hört es immer noch an meiner Stimme. Ziemlich krass an meiner Stimme. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet und meine Stimme ist halt angeschlagen. Sehr schön. Bevor es jemand mitbekommt, flieh über den Parkplatz. Warum kann es nicht genau im Lila immer so einfach sein? Tipp. Genau, wenn wir immer in diesen ganzen Gefängnissen festsitzen, ist es immer halt. Ja, jeden Freitag. Ja, es ist echt immer schlimm. Ja, und dann halt immer, wenn du ein bisschen gesoffen hast, sitzt du gleich drin. Ja, und das ist halt... Und deswegen müssen wir jedes Mal fliehen. Also, wir sind schon aus unzähligen Gefängnissen ausgebrochen. Muss man einfach sagen. Wir sind schon öfter ausgebrochen, als einige drin waren. Ja, genau. Hä? Das hätte überhaupt keinen Sinn ergeben, weil die meisten sind ja nur gar nicht bis einmal drin. Aber egal. Doch. Das hat eine Menge Sinn. Ich hoffe, das ist nicht schwer, weil ich kann schwere Sachen nicht. Ja, das weiß ich. Also übrigens, wir spielen miteinander, ich denke, das habt ihr schon gemerkt. Und ich habe auch noch ein kleines Thema anzusprechen. Ich war heute schon etwas sehr, sehr traurig, weil ich hatte eine Folge aufgenommen vom Tagessieger von heute. Die war echt nice. Sowohl die Map als auch so das Video, ich war echt zufrieden damit und dann hat mein neues Aufnahmeprogramm da einfach ein Standbild aufgenommen. Ist auf jeden Fall geil. Gut gemacht, anscheinend hat dir mein Tunnel geholfen, aber jetzt musst du schnellstmöglich die Treppen zum Restaurant. Was für ein Restaurant hat so ein Treppenhaus? Das ist das Jump'n'Run. Kennst du das nicht? Das ist ein ganz bekanntes Restaurant in Hamburg. Ah ja. Das heißt Jump'n'Run. Ja, da haben wir schon mal wieder Titel. TEDx HD besucht das Restaurant Jump'n'Run. Jump'n'Run. Ja. Das heißt Jump'n'Run, ganz wichtig. Nicht Jump'n'Run, das wäre zu einfach. Ja, Jump'n'Run. Die Polizei ist dir auf den Fersen. Geh durch das Restaurant, dann die Treppe hoch und aufs Dach. Warte mal, schließe eine Wette ab. Wenn wir uns jetzt hier hinsetzen würden und 3 Stunden warten, es würde trotzdem keine Polizei kommen. Also, wir sehen uns nach dem Cut in 3 Stunden wieder. So, rechts steht jetzt natürlich 3 Stunden, das heißt nicht 3 Minuten, nein, 3 Stunden. Genau. Und dann geht's hier direkt weiter. Zum Glück weiß man überhaupt nicht, wo man hinlaufen muss. Hierauf. Warte mal, ich muss das Menü anschauen. Und zum Glück. Das Restaurant heißt aber schon El Mundo. Nein, heißt es nicht. Nein. Was? Wie viel kostet eigentlich bei dir ein Döner? Jetzt mal so 3 Euro. Nicht 3 Euro, sondern. Ja. 5 Euro. 4, 5 Euro. Ja, bei uns kostet 4 Euro. In der Stadt drin 5 Euro. Hier kostet er einfach 6 Euro der Döner. Was für Wucherpreise. Leute, esst niemals im Jump'n'Run. Ja, das ist echt schlimm. Die Treppen führen auf das Dach. Bevor die Leute kommen, die mich berichtigen wollen. Nein, ich sag Jump'n'Run mit Absicht falsch. Ich weiß aber echt noch nicht ganz, wie du es aussprichst. Jump'n'Run, oder? Nee. Ja, Jump'n'Run. Jump'n'Run. Einfach halt Deutsch. Ui. Ja. So. Oh ja, aber kein Checkpoint. Alter. Ja. Hä? Hinter dir. Unten auf der Straße steht ein LKW. Was für ein positiver Zufall. Spring auf den Slime. Ja. Du musst auf den rot markierten Straßenschild landen. Die Knöpfe geben dir den Flugweg an.
Tipp auf den Slam. Ich glaube, ich hab's nicht geschafft. Oh nein! Glaube ich auch nicht. Hallo. Ui! Ah, da hinten ist ich hin. Okay, ich sollte trotzdem erstmal falsch. Hier hoch. Machst und du zack. Ja, ja. 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 Du kriegst einen Keks. Mit. Du hast den Checkpoint zwar nicht erreicht, aber egal. Hä? Oder hast du die genommen? Nö. Ah! GG. Ja, ich hätte so gelacht. Ich wäre ich jetzt gestorben und auf einmal. Ja, vom kompletten Anfang. Und dann würde ich auch so. Machen. Warte, ich muss das nicht mal ganz kurz. Da muss ich lang. Ups. Sehr schön, jetzt bist du im Rathaus. Hier erwartet dich die Polizei ganz bestimmt nicht. Also, Leute, ein Tipp für euch: Wenn ihr das nächste Mal auf der Flucht seid, der Macher vom Restaurant Jump'n'Run empfiehlt euch, ins Rathaus zu gehen, wenn ihr verfolgt werdet. Alter, ich hab grad so die. TEDx HD. Lifehacks mit TEDx und Zeitex, Lifehacks mit Tegel und dir. Ja, genau so heißt dieses. Oder so genau. Alter, ich bin der Sprecher, Digga. Also, ich verkünde ab jetzt. Ups. Ich verkünde, aber jetzt sind alle Verbrecher frei. Ja. Das ist so ein Jubel einbauen. Och man, zu viel Cut-Arbeit. Hey, hab ich mal gerne für dich. Hä? Wie kommt man da hoch? Warum stelle ich mich so gut an? Hä? Ach so. Ja. Muss da gar nicht hoch, das ist nur Verwirrung. Ups. So. Oh, man muss ja gar nicht hoch, das ist nur Verwirrung. Alter, der will uns verwirren. Ach, immer Hilfe. Diese Verwirrung. Okay, das gibt jetzt schon mal kein Gut mehr, das gibt jetzt Medium. Oh. Du warst einfach drauf. Ja. So, jetzt feuer ich dich an. Los. Und da sehen wir ihn, wie er durch die Gegend jumpt. Und schafft es? Oh mein Gott. Alter, ich renn jetzt weg. Hä? Was denn? Was ist wahrscheinlich schon hoch? Ach Gott, da rennt er mir wieder weg. Alter, ich muss vor der Polizei. Die soll man hier nicht treffen. Kann. Bitte. Hallo, das ist Skill pur. Ja, ja, natürlich. Deswegen. Wir würden noch keine Map spielen, die jeder schaffen könnte. Ja, also, ich finde, die Sprünge bisher sind echt schwer. Weil, wenn ich eine Map schaffe, dann sind die Sprünge echt schwer. Willkommen Alter, auf meinem bescheidenen Bauernhof. Das ist mein Bauernhof. Kannst du mal bitte diese fliegenden Blöcke raustun? Nee, das ist die Treppe Jump'n'Run. Habe ich abgeguckt vom Restaurant Jump'n'Run. Es ist einfach so genial, wie du das nennst. Oder aussprichst. Oh, krass. Zack, zack. Und? Ein Passant. Darfst du lesen? Alter, wir laufen doch nicht weg, wir töten den Passanten. Wo ist der? Ein Passant hat dich entdeckt. Lauf, Forrest, lauf! Oh, da können wir jetzt noch ein Thema anschneiden. Wir sind im Kreis gelaufen. Da hinten ist das Gefängnis. GG. Ups. Hast du eigentlich da den Film Forrest halt Gump gesehen? Ich denke ja, oder? Nein, was? Hab ich nicht. Was? Nein, hab ich nicht. Ja, hab ich nicht. Soll ich das rausschneiden? What the fuck, als ob du noch nicht Forrest Gump angeschaut hast. Oh. Ja, ich weiß, ich bin ein kleines Opfer. Ist einfach so richtig ein guter Film, der hat Kultstatus. Tut mir leid für den Film. Jetzt schreiben bitte alle in die Kommentare ein Herzentegel. Oder spenden ihm Geld, dass er sich den Film leisten kann, auch wenn er dauerhaft im Fernsehen kommt. Ich bin für das Spenden. Natürlich, damit du willst es nur gut investieren. Den Film leisten kann, natürlich. Oh Mann, ich kann nicht mehr zu dir runterkommen. Komm runter. Doch, kannst du. Hallo.
Nein, ich werde immer zurückgeportet. Alter. Ich möchte nicht zurückgeportet werden. Ich bin in Spinnenweben. Leicht, mittel oder schwer? Du hast die Wahl. Ja. Okay. Der Meister hat gewählt. Nein! Oh nee! Ich war oben und bin einfach wieder runtergelaufen. Nein! Mann, ich hüpfe immer zu weit. Aber ich habe den schweren Weg geschafft. Also das ist jetzt wirklich keine Herausforderung, oder? Das ist ein Vierersprung. Ich habe meine Steuerung umgestellt. Ich springe immer zu weit. Ach Mann, immer zu weit springe ich. Ja, du bist einfach das ist zu gut für dieses Jump'n'Run. Ja. Sag ich meiner Mama auch immer. Komm, aber die sagt jetzt nur ein Pegel, das ist scheiße. Warum stehst du da? Deine Mama bestimmt auch immer zu dir, oder? Du Bugs. Lol, lag. Hörst du mich noch? Hörst du mich noch? So, da sind wir. Ja, noch einem kleinen Cut in einer neuen Map. Ich würde jetzt ja nicht sagen, dass wir in der letzten Map, dass ich dann Timeout hatte. Wir wurden natürlich von der Polizei erschossen, deswegen war die Map auf einmal zu Ende. Jetzt sind wir in der Map, die heißt Race Jump'n'Run. Ist eine ziemlich kurze Map und da würde ich sagen, fangen wir direkt an. Du musst übrigens dauerhaft sprinten. Nee, habe ich noch nicht im Chat gelesen. Ich hasse sowas. Ja. Aber die durchschnittliche Dauer ist kurz. Oder war kurz. Ja, deswegen. Weil sie alle Rage quitten. Erster Checkpoint. Komm, das ist jetzt unser Rennen miteinander. Wer als erstes im Ziel ist, hat gewonnen. Oh nein. Doch. Und was ist, wenn ich das gar nicht will? Nein! Ich hätte fast den Checkpoint übersehen. Oh. Oh, ich kann fliegen. Ich wollte abbremsen in der Luft und deswegen bin ich gestorben. Alles klar. Lol. Der Jump Boost. Okay, jetzt schwimmen wir her. Okay, das geht nicht. Wasser muss man wirklich sagen, am... Oh, man muss hier auf dem Land landen. Hä? Oh man, der hat einen Jump Boost. Hä, wie kommt man, wie soll ich hier hochkommen? So, geschafft. Ah. Okay. Ich glaube, du bist schon weiter als ich. Ah. Okay, das war jetzt nicht so gut von mir. Ah, ich behalte den einfach. Ich verstehe das gerade nicht. Ich auch nicht. Und zwar lieber Gerbos ruft mich gerade an. Ja, dann mich auch schon. Zack. Deine Stalker. Ja. Ich hab doch gesprintet. Ich hab keine Ahnung, wo ich lang musste. Ich bin auch nicht irgendwo hingelaufen. Ah, das ist Glas. Das habe ich gar nicht gesehen in meinem TP. Im Texture Pack. Lol. Zack. Yeah. Oh, fuck. Sind wir auf Speed. Nächster Checkpoint. Lol. Alter. Okay, ich bin. Ah, oder ich habe abgebremst. Das war nicht so schlau. Hey, ich flieg nicht so weit. Oh. Okay. Nein! Ja! Ich hab's geschafft. Erster. Ich war auf dem Ziel und bin einfach stehen geblieben. Immer nice. Wenn ich hochjumpe, werde ich zurückgeportet. Nee, das ist ein Hex. Natürlich ist es eine Sex. Ich meine, was soll das auch anders sein? Boah, ich hab einen Pusterfall. Sitzt noch nicht. Okay, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für die Werbung. Und wie bewertest du die Map? Bin ich scheiße. Natürlich. Da bewertest du das so. Alles schlecht. Ich meine, er wird doch davon bezahlen. Hä? Das hättest du auch keinen Single geben. Naja, bevor ihr hier noch mehr hochqualifizierte Scheiße reden. Alles keinen Sinn. Beende ich hiermit die Folge, wenn es euch gefallen. Was machst du? Warum ich Hustenanfälle? Wenn die Folge euch gefallen hat, dann dürft ihr es sehr, sehr gerne anhand einer Bewertung und einem Abo zeigen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Oh.